Carmen Caliente. Die Deutschen bekamen 1673 in Bremen ihr erstes Kaffeehaus. Die Bohnen aus Übersee wurden im Bremer Hafen umgeschlagen und so lag es nahe, dass sich auch weitere Kaffeeunternehmen in der Hansestadt ansiedeln. Anfang der 1920er Jahre gab es über 200 Kaffeeröstereien in Bremen. Heute sind es keine 20 mehr. Die Kaffeebäuerin Carmen Caliente aus Alta Verapaz in Guatemala kam 1822 mit einem Frachtschiff nach Bremen, um hier das Kaffeerösten zu lehren. Die norddeutschen Herren taten sich anfangs verdammt schwer, von einer Frau in gebrochenem Deutsch Anweisungen und Ratschläge anzunehmen. Nach einigen Monaten erlagen aber alle ihrer Mischung aus Wissen, Temperament und Charme. Angeblich hat sie als erste Kaffeebohnen ins Schnapsglas geworfen, angezündet und getrunken. Aber das ist eine andere Geschichte.